Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir, dem Stempler. Wir basteln im heutigen Video einen Gutscheinkartenhalter und ich zeige dir mal hier, das ist die Variante, die wir im Video basteln, beziehungsweise wir machen natürlich wieder andere Farbkombinationen und wir ändern auch nochmal ein bisschen was, ein bisschen eine andere Komposition. Die Idee ist, man macht das Ding auf und hier schiebt einem so die Gutscheinkarte entgegen und hier hat man noch viel Platz zum Schreiben, entweder hier oder dort. Genau, und wir machen nochmal eine Variante, wo nur das hier vorne aufklappt. Ich zeige euch hier mal den Prototypen. Das ist die Variante, die wir heute basteln. Die ist von der Komposition her und vom Schnitt her ein bisschen interessanter einfach mal. Und das ist quasi nur die Variante, wenn man viel, viel Platz zum Schreiben braucht. Und das ist die Version, wie ich sie ursprünglich designt hatte. Und wir basteln heute das in einer anderen Farbkombination. Ich erzähle euch gerne noch die Backstory. Ihr könnt übrigens gerne mal in die Kommentare schreiben, ob euch diese Backstory interessiert. Ich kriege nämlich immer wieder Mails, die mich loben, von wegen, deine Videos sind cool, weil die schnell zur Sache kommen. Da ist nicht so viel Palaver. Und das würde ich jetzt in die Kategorie Palaver stecken. Also könnt ihr mal reinschreiben, ob ihr das mögt, wenn ich euch erzähle, wo die Inspiration herkam, wo die Idee herkam. Und so weiter. Also wenn ich jemand anderen nenne, dann muss es natürlich ins Video gar keine Frage, aber das kann man ja auch am Ende sagen oder ähnliches. Also schreibt mal unten rein, ob ihr das vorher hören wollt oder ob das zu viel Laberei ist. So, und zwar ursprünglich hatten wir, es ist meine Mitbewohnerin und ich, wir sind auf einem Geburtstag eingeladen von einem befreundeten Pärchen und die kriegen beide ein Geburtstagsgeschenk, die haben nämlich beide in kurzer Zeit Geburtstag. Und wir wollten verschenken Ballkarten für den nächsten Wintertanzball. Und dann hieß es, ja, wir brauchen hier Gutscheinkartenhalter. Und das war zur Zeit, in der ich von Onstage kam. Und da lag auf dem Tisch dieser Swap hier rum von der Katja. Und das hier ist die Inspiration gewesen für den Gutscheinkartenhalter. Hier war ein Teelichthalter drin, aber da kann man natürlich auch was anderes reintun. Und den fand meine Mitbewohnerin so toll, diesen Swap, dass sie das nachgebastelt hat. Und zwar so, also sie hat nur das Konzept außen gebastelt und hat dann gesagt, ja Tim, und hier du gestaltest es jetzt aus. Dann ist es nämlich ein gemeinsames Bastelprojekt. Und ich habe dann die Deko vorne drauf gemacht. Da ist die Ballkarte drin. Und ich habe auch noch einen Umschlag gemacht. Das Papier ist aus der letzten Celebration übrigens, wen das interessiert. Genau, und nachdem es ein Pärchen ist, haben wir hier eine Variante und hier die zweite Variante in den kalten Tönen gemacht. Genau, das ist diese Variante. Und dann ist sie jetzt auf der Arbeit, gibt es nochmal ein Geburtstagskind demnächst und die hat sich explizit eine Gutscheinkarte gewünscht, vom Mediamarkt, glaube ich, oder sowas. Und dann hieß es, ja, hier bastel doch mal eine Karte. Und dann meinte ich, ja, nimm's halt einfach wieder das hier. Passt ja gut. Aber dann meinte sie, nee, sie möchte aber eine Karte haben. Und das fällt für sie mehr unter Verpackung, weil sie so klein und quadratisch ist und sie wollte was Größeres haben. Außerdem muss da das ganze Team unterschreiben und das passt hier nirgends hin. Deswegen ist die Idee gewesen, okay, dann müssen wir das irgendwie hochskalieren. Und daraufhin habe ich eben jetzt diese lange Variante von Katjas Swap-Idee gebastelt. Diese hier. Also das ist der Werdegang dieses Projektes. Und jetzt sieht es so aus. Okay, dann fangen wir mal an zu basteln. Ich habe, nachdem auf dem Papier viel weiß ist, wollte ich es umrahmen mit bisschen Farbe aus dem Papier und dann aber die Basis wieder auf weiß. Beziehungsweise das hat sogar Rihanna gemacht. Sie hat ja ursprünglich die Basis quasi gebastelt. Also wir fangen an mit Grundweiß extra stark. Bei solchen Sachen finde ich es sehr wichtig, dass man einen Karton nimmt, der auch was, ein bisschen was aushält. Diese Variante ist hier einfach eine normale Kartenbasis und dann die Technik hier und das da oben drauf geklebt, für die, die das nachbasteln wollen. Die Variante, die wir jetzt machen, hat hier vorne eine Klappe, die hat, meine ich, das Maß 9,5. Also falzen wir hier mal, das sind übrigens 10,5 breit, also halber A4-Bogen. Wir falten zuerst bei 9,5. Dann kommt die ganze Kartenmaßeslänge, das sind 14,5, das bedeutet, da sind wir dann bei 24. Und jetzt haben wir hier hinten ein bisschen einen Überstand. Den säbel ich einfach ab. Keine Ahnung, ich schneide es jetzt ab bei 27. Ich schreibe euch die Maße wie immer rein. Ich möchte nämlich, dass das unten ein bisschen mehr Stabilität hat. Man hätte das auch komplett abschneiden können. Brauchen tut man es nämlich nicht. Aber wenn wir sowieso das Pupsi hier noch übrig haben, da können wir auch ein bisschen was reinkleben, dann wird das unten einfach fester und ist netter zum Anfassen und bietet sich auch mehr an und dann hier zum Öffnen. Es soll sich ja hier nicht so rumbiegen. So, also das ist die Basis und dann wird der Teil, das geht leider nicht aus einem, weil das zu lang ist, auf der kleinen Variante geht das, aber hier ist das zu lang für einen Farbkarton. Das hätte man dann aus 12×12 basteln können, vielleicht, weiß ich nicht, habe ich nicht gerechnet, aber der ist mir zu labbrig, weil das ja der dünne Grundweiß ist. Also dieses Stück ist 11 cm hoch, das heißt, wir nehmen uns hier nochmal so ein extra Stück und schneiden das auf eine Höhe von 11
und auf eine Breite von 10,5. Das ist auch extra stark. So, da muss man ein bisschen aufpassen, weil das ist ja fast quadratisch, aber nicht ganz. So, also das kommt dann hier unten hin. Und jetzt brauchen wir noch den Schieber hier rein. Das ist der einzige Teil, wo man dünnen Farbkarton verwenden könnte. Ich mache das jetzt einfach mal. Wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, dann nehmt ihr einfach auch den dicken. Mir ist ein kleiner Fehler unterlaufen, deswegen schneide ich das mal hier eben mit rein. Ich habe bei dem Streifen nicht die richtige Breite zugeschnitten und deswegen hat es von den Proportionen nicht mehr gestimmt. Wir schneiden zuerst etwas zu, was 8,5 cm breit ist. Ihr könnt es auch noch ein bisschen kürzer machen. Das kommt dann nachher nur darauf an, wie viel Spielraum ihr links und rechts habt. Hier, das ist jetzt 8,5, links und rechts 1 cm. Das ist schon arg knapp, dass das hier nicht wieder aufgeht. Wenn ihr das Gefühl habt, bei euch reißt es an der Seite immer wieder auf und euer Kleber hält nicht gescheit, dann könnt ihr das auch auf 8 cm machen. Vielleicht machen wir das jetzt im Video einfach mal 8 cm, da sind wir auf der sicheren Seite. So, oben wird gefalzt bei 1,5 cm. Das hebt unser Teil nachher aus der Karte raus. Und jetzt legt ihr euren Gutschein da an, so dass es einen schönen Abschluss hat. Ich würde nicht oben zur Falz den gleichen wählen wie links und rechts, sondern tendenziell ein Stück weiter hoch, sonst wird es am Ende knapp. Und dann einfach so einlegen, dass das hier schön abschließt, so. Und da dann falzen. Das heißt, bei mir, ich gebe euch einfach mal genau mein Maß durch, sind es jetzt etwa 11,3 oder sowas. Das kommt auf den Millimeter nicht an. Das macht ihr so, wie ihr glaubt, das passt. Und legt es einfach ein, dass es gut aussieht, je nachdem, welche Breite ihr gewählt habt. So, und dann gehen wir noch ein kleines Stückchen hoch. Ich schneide es jetzt bei 12,5 ab. Wir brauchen hier unten nur so eine kleine Lippe, die unseren Gutschein dann nachher hier festhält, dass der nicht nach innen durchrutscht. Ich klebe das mal direkt ein, wir schneiden mal wieder zurück und dann macht das alles mehr Sinn. So, tut mir leid für die Unterbrechung, wir sind wieder in der Gegenwart zurück. Also mein Technikstreifen hat oben die 1,5 cm und unten diese kleine Lippe. Die kann man richtig totfalzen, weil da soll nur der Gutschein rein, was anderes macht das nicht. Das da oben soll relativ flexibel bleiben, weil das muss ich ja dann wieder aufstellen und wieder legen und so weiter und so fort. So. Das wird hier oben reingeklebt, so, und zwar mit Flink und Fest Plus. Das ist da mein Lieblingskleber, der klebt nämlich bombenfest und sofort. Bei Flüssigkleber, der muss ja noch ein bisschen anziehen und sowas, und das hier klebt einfach sofort und dann habe ich nämlich keinen Stress. So, also, das wird jetzt hier so an den Falz gelegt, nicht drüber rauskleben, also nicht auf den Falz kleben, sondern davor kleben. Und dann so, dass das oben und unten den gleichen Abstand hat. Und hier halbwegs sinnvoll verläuft. So, wunderbar. Klasse. Und da ist eben der Teil, der so hoch und runter fährt. Und jetzt kleben wir einfach von unten das Stück dagegen. So, also es wird schon fast gefährlich, das flach zu kleben, weil dann fährt es da nicht mehr gescheit rein. Das heißt, wir kleben doch einfach mal hier ran vorne das extra Stück, was angestückelt wird. Wichtig ist nur, dass das hier nicht treffen kann, sonst verhakt sich das nämlich. Ne? Also das hat gerade so ein bisschen Spielraum. Und dann können wir das hier ankleben. Und zwar kommt das mal alles aus dem Weg hier. Dann machen wir das so. Und tun das auch noch so ein bisschen nach unten, dass das unten einen schönen Abschluss hat und sich einfach dick und wertig unten anfühlt. Und sich auch nicht gut durchbiegt. Dann ist es nicht so lapprig. Sehr schön. Das ist also jetzt unser Unten-Ding. Im Prinzip haben wir einfach nur das verlängert. Wer die kleine Version macht, ich gebe euch gleich auch noch die Maße für die kleine Version oder die Längen jedenfalls, da ist das dann einfach aus einem A4 lang und wir müssen halt hier anstückeln, weil das sonst nicht klappt. So, und das ist das ganze Zauberwerk, mehr ist es nicht. Jetzt kleben wir noch links und rechts das fein an. Das kommt drauf an, ihr könnt Flüssigkleber nehmen, hauchzart natürlich, aber genug, dass es gescheit klebt. Und wirklich nur an den äußersten Rand quetschen, gerade so. Vielleicht habt ihr auch ein extra dünnes Klebeband, das würde sich jetzt auch empfehlen. Könnt auch Abreißklebeband nehmen und das längs in die Hälfte schneiden, aber das klingt dann einer ziemlichen Fummelarbeit. Also ich mache es jetzt hier mit ganz normalem Flüssigkleber, das passt schon. So, am besten Gutscheinkarte reinlegen, dann gewöhnt sich das direkt an die richtige Dicke. Das wölbt sich in der Mitte auch und das sollte man auch wölben lassen, also jetzt nicht platt zwingen, weil sonst sprengt das auf, sobald ihr da oben was reindrückt. Und weil wir Flüssigkleber haben, muss das jetzt kurz anziehen. Deswegen mag ich trockenen Kleber in so einer Situation mehr.
Aber Flüssigkleber ist das hier jetzt, was den meisten Leuten zur Verfügung steht, was so eine ganz, ganz feine Spur machen kann. So, und eigentlich müsste das dann passen, dann kann man das hier auf und zu machen. So, jetzt sollte ich das aber noch trocknen lassen kurz und nicht zu viel damit rumspielen, sonst geht das nämlich wieder auf. Okay, dann kümmern wir uns um die Deko. Vielleicht sage ich an der Stelle lieber einmal die Maße, dann kann das nämlich ein Sekündchen anziehen. So, wo ist mein Lineal? Hier. Also, die Klappe hier oben hat ein Maß von 7,5 cm. Das ganze Ding ist quadratisch auf 10,5 x 10,5 und hier unten der Teil ist 6 cm hochgeklappt. Das ist bei uns, hier sind die 11 cm und das hier oben sind 9,5 bei uns und das ist bei dem kleinen Projekt 7,5. Und hier übrigens ist nur 1 cm, weil hier nicht so viel Spielraum ist. 1 cm und dann längs nach unten. Der Rest ist genau gleich und die Deko ist natürlich äquivalent gebastelt wie das, was wir jetzt machen. So, das tue ich mal zur Seite, zu seinem Umschlag. Gut, dann basteln wir mal Deko. Und zwar wird oben und unten jeweils Farbkarton aufgeklebt. Und zwar erste Kartenauflage. Also ich mache einen halben Zentimeter Unterschied. Man könnte, ich zeige euch mal erst das Designerpapier. Das Papier ist aus den Online-Exklusiven und das heißt Faszinierend Floral. Ist ein sehr cooler Block, weil der sich grob unterteilen lässt in warme Farben und in kalte Farben. Und so findet man dann eben für alle möglichen Anlässe was. Auf den kalten Farben sind übrigens auch wenig florale Motive drauf und hauptsächlich Blätter und Gestrüpp. Und hier drüben sind mehr Blümchen drauf. Es gibt auch so ein paar Bögen, wo die Farben so ein bisschen sich vermischen. Also so zwei Motive, da ist dann Gelb und Grün drauf. Das ist so ein Mittelding. Aber ansonsten sind hier vorher eben kalte Farben und grünliche und bläuliche Töne. Und hier sind halt rote, Pink und Gelbtöne gemischt. Und die Rückseite passt auch immer zur Vorderseite. Also wenn vorne warm ist, ist es auch hinten warm, sodass wenn man eine Verpackung draus basteln würde, nicht auf innen eine komische Fremdfarbe hat. Ist auch immer gut. Okay, und ich habe eben eine so gebastelt und wir basteln jetzt hiermit. Jetzt sucht man sich dazu noch einen passenden Farbkarton aus. Das ist recht einfach, weil da ja ganz viele verschiedene Farben auch in der Mischung drin sind. Deswegen findet man immer irgendwas, was dazu passt. Ursprünglich hatten wir Flamingo-Rot damit kombiniert. Ich dachte, man könnte auch gut das neue Rosé nehmen. Auf dem Bogen kommt es jetzt nicht ganz so gut raus, aber wenn wir nochmal den vollen Bogen nehmen, dann da, wo es mehr rosa ist oder so, würde das auch super passen. Ich bin aber einfach nicht der zu sehr Pastell-Fan, deswegen nehme ich lieber das Flamingo-Rot, weil das nochmal richtig knallt. Und das Flamingo-Rot hat auch einen stärkeren roten Unterton und auch einen sehr, sehr warmen Unterton. Das passt, finde ich, besser zu dem Papier. Deswegen nehme ich mal Flamingo-Rot. Ausnahmsweise hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das mal sage. Ich ziehe Flamingo-Rot vor. So ein bisschen eine Farbe, die ist super cool, nicht falsch verstehen, aber nur für spezielle Anwendungsgebiete. Jedenfalls geht es mir so. Also, oben, das Ding hat eine Breite von 10,5, also schneiden wir mal zu auf... Nee, Papier sparen geht anders. So, das sind 10,5, also schneiden wir 10. Das hier sind 9,5, also 9. 9 mal 10. Also schneiden wir hier erst 9 runter und dann auf 10 in die Breite. Das ist der Teil, der hier oben aufliegt. Da machen wir gleich noch das Designerpapier, schneiden wir dazu. Und zwar richtet sich hier das ganz easy peasy, einfach nach so viel, wie gerade noch da ist. Das hat nämlich in der Breite 8,6, ist also 4 mm kleiner als die Auflage. Das waren 9, also schneiden wir auf 4 mm kleiner als die 10. Dann hat es links und rechts den gleichen Abstand und wir haben unser Reststück perfekt ausgenutzt und müssen nicht noch was anschneiden. Ich mag das sehr gerne, wenn die Lagen unterschiedlich groß sind. Also die weiße Lage ist jetzt größer als die bunte Lage. Zwar nur hauchzart, aber ich mag das sehr gerne. Das habe ich früher nicht gemacht. Da waren immer alle Lagen gleichmäßig. Könnt ihr entscheiden, was euch besser gefällt. Ihr könnt es auch noch drastischer machen, dass das Flamingo-Rot, ich deute das mal an, noch ein Stück kürzer ist. Sieht auch sehr gut aus. Wie ihr gerne hättet, müsst ihr für euch entscheiden. So bastel ich es jetzt. So, und unten dran kommt natürlich auch noch Farbkarton. Das heißt, das waren 11 cm hoch und 10,5 breit. Also schneiden wir wieder auf 10. Hier. Und es waren 11 hoch, also 10,5. Ja.
So, und ich muss mal mein Messer austauschen von der Schneidemaschine. Weil meins fusselt schon ein bisschen. Das bedeutet, dass das Messer ein bisschen durch ist. Okay, das müssten, glaube ich, alle Farbkartonlagen sein. Wir können nachher noch überlegen, ob wir oben noch was reinkleben. Also das kommt hier hin. Und das kommt dann hier oben drauf. Das kleben wir auch oben schon mal fest. Dann ist es mir aus den Pfoten. Auch die Seite sieht schön aus. Da kann man sich immer nicht entscheiden. Aber ich wollte die weißen Motive oben haben, weil wir mit den Stempelmotiven weiterarbeiten und die dann in weiß embossen können. Dann passt das nämlich wunderbar zueinander. So. Und dann kleben wir das noch oben dran. Übrigens, an der Stelle kann ich mal sagen, einfach nur, dass ihr es nochmal gehört habt. Prototyp basteln hilft immer bei interaktiven Sachen. Ich habe die Statistik auch vergessen zu sagen. Das ist auf jeden Fall ein Kunst 1 Projekt, weil es ist nur mit Designerpapier gearbeitet. Dann ist es ein Technik 3 Projekt, ist was Interaktives, aber ihr seht, das ist ganz super einfach. Und Budget setze ich mal auf 1, weil bis auf die Deko ist nichts, was schwer ist und das hätte man auch einfach ausschneiden können. Das hier ist mein Prototyp, den habe ich euch schon gezeigt. Es bietet sich an, ein Prototyp zu basteln. Das hier ist jetzt eine sehr, sehr einfache interaktive Karte. Also wenn ihr etwas versierter seid mit Karten, wo sich was bewegt und besonderen Kartenformen, dann könnt ihr das auch einfach so auf Vertrauen nach dem Video hier basteln. Aber wenn ihr da noch etwas Übung benötigt, dann würde ich auf jeden Fall vorschlagen, ihr bastelt euch einen Prototypen zuerst, damit das nicht direkt mit den guten Sachen schief geht, sondern dann nehmt ihr dann ein etwas günstigeres Papier oder was auch immer. So, das kommt hier unten rein und jetzt machen wir uns Gedanken über die Ausgestaltung. Ich habe schon mal vorbereitet auf Flamingo-Rot die Blümchen aus dem Set. Das kann ich auch mal zeigen. Da gibt es ein Set, was dazu gehört. Florale Freundschaft. Da sind die Blumenmotive, die Blättermotive drin und auch noch Sprüche. Und auch noch ein sehr schöner Plotschi, den darf man nicht vergessen. Ich habe die kleinere Blume genommen und die beiden Blätter. Und ich glaube mal, die werde ich hier so arrangieren, sodass das eben so hält. Auf den kleinen Varianten war das immer ein einzelnes Blatt. Auf der anderen Variante habe ich es nicht gebraucht, weil da ist es ja oben durchgängig. Und hier machen wir das, glaube ich, so. Und vielleicht kombinieren wir noch so ein Blatt dazu. Mal schauen. Und die Frage ist jetzt, brauchen wir da noch einen Spruch? Ich hatte mir nämlich noch einen Spruch rausgesucht aus dem anderen Set, weil die sehr groß sind. Und den dachte ich, kann man noch da unten dazu machen. Aber das wird dann vielleicht auch einfach zu viel. Ich glaube, das lassen wir weg. Wir machen da einfach nur den Spruch hin. Wir könnten den Spruch natürlich hier irgendwo draufsetzen, aber das stört für mich ein bisschen die Optik. Nee, wir lassen den Spruch weg auf dem Projekt hier. Aber wir bestempeln das hier unten noch ein bisschen. Dafür muss ich einmal aufstehen und mein Stempelkissen holen in Flamingo-Rot. Und ein Konzeptblatt. Dass wir ein bisschen stempeln können. Und zwar hatte ich mit den Blättern gearbeitet. Und zwar einmal abgestempelt. Setzen wir hier einfach. Oh, das ist wirklich ganz zart. Aber ich glaube, das möchte ich ganz zart haben. Weil da ist ja eine große Blume drauf. Und das hier geht nur in den Hintergrund, dass nicht ganz so langweilig ist. Setzen wir hier nochmal so Blätter hin. Und da nochmal so Blätter hin. Dann wachsen die so ein bisschen über die Blume raus und dann können wir mit den Flotschis noch arbeiten. Die stempeln wir nicht ab, die dürfen auch voll in den Hintergrund. Aber nur so ein bisschen. Und wenn dann da unsere Blume drauf sitzt, dann ist das Ganze ein bisschen interessanter. Man kann auch hier zum Beispiel noch Flotschis drauf stempeln und da oben was reinstempeln. Ich lasse das jetzt mal weg. Das ist nachher in eurem Ermessen. Wenn wir da die Blume draufsetzen, dann ist einfach im Hintergrund ein bisschen mehr los als gar nichts. So, müssen wir noch was stempeln? Ich tue das mal zur Seite. So, tun wir das unten einkleben. Ich zeige euch gleich auf der blau-grünen Variante, was die Unterschiede sind. So, das kommt hier rein. Und dann brauche ich meine Dimensionals, die ich schon irgendwo hingelegt habe, wie ich sehen habe. Ich habe es mir schon rausgelegt. Ich sehe aber nicht wohin. Da. So, dann schnappen wir uns mal einfach
zwei große Dimensionals und packen die hier auf die Rückseite. Und damit können wir dann hier, den Gutschein packen wir mal da rein. So. Und dann können wir das nämlich hier zukleben. Dann hängt das nur gerade so oben unter dieser Blume. Und dann kombinieren wir noch die Blätter dazu. Die müssen wir vielleicht ein bisschen einkürzen, wobei müssen wir gar nicht. Das geht auch noch so. Wenn das zu eng werden sollte, dann könnt ihr die Blätter unten ein bisschen abkürzen und dann drunter schieben. Das sieht man ja nicht. Dann setzen wir hier die Blätter, das Dreier-Tupel auf und biegen die Blätter so ein bisschen hoch für die Plastizität. Also am Ursprung angeklebt und an den Spitzen hochgebogen. Und die setzen wir nach da und dann sieht es doch schön aus. Dann haben wir unten ein kleines Blumenarrangement und oben dann das Designerpapier. Und so geht es dann auf. Das ist die Karte jetzt auch schon fertig. Jetzt kann man hier drauf schreiben mit einem weißen Lackstift oder einem weißen Gelstift oder die Unterschriften drauf sammeln. Man kann auch hier oben noch was reinschreiben. Genau, das ist die Version, wie sie ursprünglich im Prototypen designt hatte, weil ich diese einzelne Klappe hier sehr schön und sehr interessant einfach von der Komposition finde. Wenn ihr mehr Platz zum Schreiben braucht, dann könnt ihr diese Variante basteln. Da hat man nämlich hier die ganze Karte zum Schreiben und hier auch nochmal alles, was man da hat. Also das könnt ihr auch machen. Maße sage ich nochmal, also das ist eine ganz normale Kartenbasis, gefalzt wie immer. Der Technikstreifen ist genau gleich geblieben und das aufgesetzte Stück ist auch genau gleich geblieben. Ich habe extra die Komposition vorne gleich gelassen, sodass ihr euch, das könnte man auch tauschen, also wenn ihr das lieber habt, dann könnt ihr auch da unten das Band draufsetzen und den Spruch. Und das ist einfach auch mit den Blättern im Hintergrund so ein bisschen gestempelt, der Spruch natürlich embossed. Ist alles austauschbar, extra so designt, dass es die gleiche Komposition hat. Könnt ihr also schauen, welches Design euch besser gefällt und hin und her tauschen. Der einzige Unterschied ist nur, dass die Klappe unterschiedlich groß ist und man unterschiedlich viel Platz zum Schreiben hat. Genau, hier habe ich innen einfach nur zwei Blätter gesetzt und ein bisschen Sprenkel. Und hier haben wir das größtenteils leer gelassen, weil es unten ja recht aufwendig ist. Und als Innenseitendesign, das hier ist ja gleichzeitig Außen- und Innenseitendesign. Genau, dann zeige ich nochmal die kleinen Varianten. Und zwar haben wir da einmal die blau-grüne und die rosane. Die sind komplett identisch, bis auf die Farben. Maße habe ich auch da gesagt, dass ihr Bescheid wisst, könnt ihr auch nachbasteln. Funktioniert genau identisch. Jo, und das war's fürs heutige Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen, habt mal wieder was gelernt. Wenn ihr es nachbastelt, unbedingt Bilder schicken, wisst ihr mittlerweile, auf Instagram, per Mail oder auch per WhatsApp. Gerne in anderen Farbkombinationen, mit anderen Papieren, was auch immer. Schreibt unten rein, welche ihr am coolsten findet. Ihr dürft auch schreiben, welches Format ihr cooler findet. Die kleinen Varianten oder die großen Varianten, was euch da mehr anspricht. Und genau, schreibt noch auf jeden Fall unten rein mit den Backstories, ob ihr das immer hören wollt oder ob das eigentlich so viel Geschwafel ist. Und ja, wir sehen uns dann einfach in einem der nächsten Videos. Bis dahin wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Basteln und vor allem beim Stempeln. Wir sehen uns. You have been stempelt.